Hallo und willkommen zurück zu Timberborn. So, heute haben wir wunderbare Kanalarbeiten vor uns. Dafür brauchen wir erstens mehr Dynamit und zweitens diese schöne Extraktorflüssigkeit. Habe ich das nicht schon freigeschalten? Nee, nicht die mechanische Flüssigkeitspumpe. Zentrifugalkraft. Genau die wollen wir benutzen. Okay, da kann stehen. Dann erster Punkt der Tagesordnung. Holzfällerlager hier hinstellen. Dann kann der hier mal die Stumpen entfernen, die wir hier garantiert nicht haben wollen. Hält uns nur auf. So, auch hier auf dem Level. Na, ich mach das richtig bescheuert. Aber ich werde es trotzdem hinkriegen. Und das ist eine Leistung, die ich zu würdigen weiß. Dass ich was hinbekomme. So, alle sind markiert. Bestimmt sind ein paar Vereinzelte vergessen, aber das soll uns nicht weiter aufhalten. Ansonsten, wieso ist denn heute so dunkel? Ist noch mitten in der Nacht? Kann ja nicht sein. Hör doch immer bei Tag auf. Nee, sieht aber sehr dunkel aus. Vielleicht versteckt sich auch... Ah, da kommt die Sonne. Ist mir noch aufgefallen. Okay. Ja, ihr sollt pumpen, Jungs. Also, dann dürft ihr wieder 22 Stunden lang arbeiten, wenn ihr hier meint, ihr könnt ein bisschen eine faule Haut schieben. So, das wollen wir natürlich auch alles sprengen und den Baum müssen wir auch entfernen. Also nochmal ein Holzfällerlager extra. In der Hoffnung, dass er den jetzt bekommt. Und da hinten geht es schon fleißig ans Nagen. Das ist wunderschön. Würde ich hier auch oben das gern abspringen, so dass wir auf dem, auf welchem Level müssen wir eigentlich sein, da geht's eins hoch, oh, dann passt es eigentlich. Das ist das Level, wo hier schon alles steht, das wir behalten möchten. So, du bist arbeitslos, das ist wunderbar. Dann fallen uns bestimmt neue Dinge für dich ein. Als erstes natürlich mittels einer Stufenform hier oben auch alles mal abbeißen und dann Holzfällerlager nach hier. So weit wie es geht. Dann, ja. Dann werden die anderen nämlich auch abgenagt. So soll das sein. Orientierung verloren, Orientierung verloren. Ach, der ist schon fertig. Sieh mal einer an. Das funktioniert ja fantastisch. Gut, Karotten müssen unbedingt wieder reinkommen. Wir haben nur 2K. Das wird nicht reichen, zumindest nicht für arg lange. Dann müssen wir das da oben absprengen. Eigentlich müssen wir da 2 Level absprengen. Dann sparen wir doch einfach ein bisschen Dynamit, indem wir eine Extraktfabrik bauen. Ah, dafür hätte ich aber gern den Platz hier. Wie viel braucht die denn? Die Zentrifuge? 200 PS. Gut, dann reicht eigentlich so ein großes Windrad extra. Dann macht man das hier hin. Schöner Pfad. Und dann hier hinter irgendwie noch Strom. Haben wir das Papier? Ja, locker, wir haben 220 Stück. Mehr geht ja gar nicht mehr. Doch, ein bisschen mehr geht noch, aber irgendwann wird unser Lager tatsächlich voll. Deswegen habe ich nicht ganz Unrecht. So. Wenn sie das hinbekommen, bin ich glücklich und dann ist das Extraktding auch glücklich. Wo können wir das denn drin lagern? Hier haben wir Blaubeeren, brauche ich gerade nicht. Extrakt, okay. Extrakt scheint eine Flüssigkeit zu sein, ich bin nicht überrascht. Wollen wir noch mehr Sprengstoff einlagern? Nö, ich denke nicht. Was brauchen wir denn noch? Vielleicht nochmal Papier, was soll's. Oh, da ist auch Papier, das passt hier dann perfekt. Und Arbeitsstopp für euch, Jungs. Wart fleißig, aber jetzt bringt all eure schönen Bemühungen nichts. Die zwei dürfen aber durchgehen pumpen. 3000 Wasser, das wird reichen. Mit der Nahrung bin ich mir nicht ganz sicher. Und der Kollege darf hier zumindest auch pumpen. So, habt ihr das schon gebaut? Nee, ist noch in der Findungsphase. Und da arbeitet keiner. Warum? Ich habe doch so viele pausiert. Habt ihr wieder Besseres zu tun? So, Arbeitszeiten auf 18 Stunden mal runter. Man muss die Biber ja auch nicht zu sehr quälen.
Ja, die Kartoffelfarmen, die müssen jetzt erstmal abernten und ich glaube, dann können wir die tatsächlich wegmachen. Ja, obwohl, nee, ich habe hier so viel Farm weggenommen, dass da warten wir nochmal. Bis auf den Teil da oben. Wenn sie den nicht, erntet ihr das noch? Nö. Das kriegt ihr jetzt auch nicht mehr hin. Ressourcen für den Abriss markieren. Weil ich möchte hier, also hier kommt ein Kanal durch. Da, wo hier dieses effiziente Bauernhaus ist, wird Wasser durchgeleitet. Die Idee war, das hier links auch zu tun. Aber ich möchte da links auch noch so ein Lagerfeuer, großes Gebäude sein. Also es muss kein Lagerfeuer sein. Es muss nur so groß wie das Lagerfeuer sein. So ungefähr. Dann können wir den Weg auch noch hin tun. Und dann kommt der Kanal links daneben. Ich finde, das ist dann nicht ganz so eng, was die Wasserwege angeht. Dann haben wir ein bisschen mehr Flexibilität. So, ich bräuchte noch ein Fass. Ein Fass aufmachen, aber nur ein mittleres. So, da muss jetzt Extrakt rein. Ja, ich finde, das ist ein guter Platz dafür. Schauen wir mal, ob die Biber das ähnlich sehen. Immer noch fasziniert, warum der eine jetzt nicht belegt ist. Vielleicht haben wir wieder... Ja, wir haben 14 Jungtiere, das erklärt es natürlich. Wir haben Zahnräder, wir haben Planken, wir haben Rohholz. Das heißt, wir sollten aber unbedingt auch mal einen Speicher für Rohholz machen. Müssen wir mal schauen, am besten hier irgendwo hin. Wie kriege ich denn die Biber kurz dazu, dass sie hier was wegsprengen? Am besten ja über die Ecke, wenn die abgeholzt sind, Plattformen draufbauen oder alternativ hier die Ressource verschwindibussen lassen. So. Und hier kann ich nicht einfach einen Pfad hinlegen. Ach, die Welt ist manchmal verrückt. So. Und dann in der Hoffnung, dass sie irgendwas hinbekommen, will ich das da hinten abspringen. Springen, springen, springen. So, also ein großes Ding. Da müssen wir aber auch wieder zwei abspringen. Da macht Extrakt natürlich mehr Sinn. So, allerhöchste Eisenbahn, das abzureißen. Sonst vergesse ich das ja nur wieder. Ach, da kommt schon der freundliche Biber von nebenan. So. So soll das sein. Bitte versicker noch nicht. Ich habe nicht so viel Essen. Nur 2,4k. Das wird nicht reichen. Brauch mindestens 3.000-4.000. Das haben wir schon gelernt. So insgesamt 70 Dynamit wieder. Finde ich klasse. Faulwasser nimmt ab. Das darf es aber eigentlich nicht. Ach, das will ich aber auch nicht hochsetzen. Dynamitfabriken sind wichtig. Da läuft zum Beispiel eine nicht. Ah, wieso war Kinderarbeit nochmal verboten? Vor allem mit den kleinen Händen ist es bestimmt viel leichter, das Schwarzpulver in die Dynamitröhren zu tun. Ja, Dynamit ist ja kein Schwarzpulver. Oder doch? Ich habe keine Ahnung von Sprengstoffen anscheinend. Ich weiß nur, dass er immer mit Plastik sprengen kann. Es gibt ja diese Plastik-Sprengstoffe. Ja, lassen wir das. War kein guter Witz von vornherein. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert. Macht mich vielleicht einen Tick sympathischer. Wird vielleicht anders aussehen, wenn ich genau wüsste, wie Sprengstoff herzustellen geht. Das wäre mir selber ein bisschen suspekt. So. Lagerfeuer. Ihr seid ja echt alle beschäftigt. So, die Grillkartoffelsnäckerei können wir, glaub, pausieren. Ja. Hilft ja alles nichts. Bretter pausieren. Nein. Automatisch gespeichert und ich habe mich verklickt. Die Schmelzerei kann man pausieren, da arbeitet eh niemand. Und Papierfabrik pausiert. So, die Farmen dürfen wir auf keinen Fall abstellen. Wir brauchen mal wieder mehr Jungtiere. Kann ja so nicht angehen, wenn wir gar keine Arbeiter haben. Was machen die denn die ganze Zeit? Nur Sprengstoff herstellen? Hey, wir haben ja nicht mal die Tiere für unsere Forschung.
Das ist unsympathisch, so dann einmal einen Holzfäller feuern. Und wieso kommt der nächste nicht nach? Das hat doch die gleiche Priorität. Was macht ihr, Jungs? Da mal gar keinen? Wie viel Biber haben wir denn hier? Nur noch 27? Boah, das hält den Arsch nicht am Kacken. So, das hat sehr hohe Priorität, so wie es sein soll. Ja, die sind jetzt alle mit Farmarbeit beschäftigt. Ich glaube, ich habe die zu weit getrieben. Wir haben hier aber zumindest 13 Jungtiere. Das heißt, ja, Besserung ist in Sicht. Oder wo auch immer. Und da müssen zwei Biber arbeiten. Das können wir uns aktuell, wie gesagt, nicht leisten. Wir können uns hier nicht mal ordentliche Sprengungsdienstleister leisten. Schade eigentlich. So, Dynamit. Zu weit entfernt. Und wenn wir uns langsam vorspringen... Hier geht's noch. Na gut. Na, ich hätte es wahrscheinlich eher für Wasser einsetzen sollen, mein schönes Dynamit. Also, dass man wirklich die Gräben ziehen. Sollte man mal angehen. So, das Lagerfeuer kann weg, auf jeden Fall. Egal, wie beliebt das ist, das muss weg. Dann können wir vielleicht mal wirklich hier den ersten graben. Bringt ja da eigentlich nichts. Wir brauchen hier hauptsächlich mehr. Wie viel Sprengstoff habe ich hier? 31. Ja gut, hier das irgendwie abspringen. Da kommen sie noch hin. 31 Dynamithammer, die wäre mal sinnvoll einsetzen. Schön wäre eine Anzahl, wie viel ich da setze, aber das werden einige sein. So, das könnt ihr gern verräumen. Die Tiere werden erwachsen. Vielleicht kann ich mir... 4 Arbeitslose? Nein. Ran an die Zentrifuge. Und ran an die Pumpe, bevor es komplett ausgedörrt ist. ...3000 Karotten in dem Zustand ist ganz okay. Und doch das Wasser hält tatsächlich der Farmbereich hier auch ganz okay. Da hinten ist natürlich wieder alles am Arsch. Naja, die gehen gleich ein. Dann würde ich tatsächlich sagen, sollen die das noch 2 Tage lang machen, dann können wir hier auch 3 Arbeiter entbehren. Obwohl es keine Bären sind. Ist das nicht weird? So, 1 Arbeiter haben wir hier verfügbar. In welche Sprengstofffabrik schickt man ihn denn? Oh, Stahl könnte man auch mal wieder machen. Den Holzburschen hätte ich ganz gern. Aber Forschung ist, glaube ich, erstmal ein bisschen wichtiger. Dass zumindest einer mal arbeitet. Wir haben Extrakt. Seht euch an, wie cool das ist. Da kommt sogar giftiger Rauch raus. Wieso muss das sein? Oh je, Faulwasserpumpe. Ja, mach mal hin hier. Bald haben wir kein Faulwasser mehr. Dass das mal ausgeht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Doch, habe ich aber. Bin tatsächlich überrascht, dass es so schnell ausgegangen ist. So, das platzieren sie ganz fleißig. Na, wart mal, bis sie es platziert haben. Ihr macht auch was. Bin stolz auf euch. Und hier müssen wir, wie gesagt, gleich schauen. Hier kommt Weg durch. Beziehungsweise hier ist der Weg. Dann 3 daneben. Vielleicht können wir das irgendwie platzieren. Geschickt. Hat sich bewegt. Keine Rotation. Ich glaube, das hier ist... Ja. Ah, shit. Da unten liegt schon der Weg. Das passt. Da müsste man das da oben wegsprengen. Und nicht nur das. Ah, jetzt hätten wir auch den Extrakt... Aber nur 19 Stück. Haben wir überhaupt 3-fach Dynamit schon freigeschaltet? Nö. Sollte man mal machen. Würde ich sagen. 1,2k, dann brauchen wir ein bisschen mehr Forschung. Haben wir hier noch willige Arbeiter? 4 Stück. Das geht ja voran. So.
die da unten sind jetzt herzlich nutzlos, glaube ich. Oder kriegst du noch eine Möhre raus? Ah, ich hab noch was geschafft. So. Schluss mit der Arbeit hier unten. Dann könnt ihr noch mehr Planken machen. So, du darfst wieder arbeiten. Du musst arbeiten. Papier ist mir im Moment zumindest egal. Faulwasser sieht schlecht aus. Da muss man eine zweite Faulwasserpumpe machen. 5 Stahl kostet die, okay. Dann bitteschön. Jetzt braucht so viel Faulwasser. Kann uns ja in unserer Produktion nicht abhalten. So, Sprengung. Wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. So, willst du noch arbeiten? Ja, kannst du arbeiten. Und euch fehlen 3 Stück. Das kriegt man hin. Oh, hier wäre das mit Extrakt natürlich viel besser gewesen. Hätte man gleich 2 Ebenen wegspringen können. Kann ich das wieder aufnehmen? Beschreibung ausblenden? Nee, das bringt nichts. Wenn ich es abreiße. Ah, gewinne ich Güter zurück. Wäre natürlich hier schon sinnvoll. Also dann reiß man nochmal alles ab. Müssen halt auch nicht Ressourcen. Oh. Sammelt das schön ein, das ist wertvoll. Müssen wir halt irgendwie Extrakt da rüber bekommen. So. Du Kollege darfst aufhören. Und ihr Kollegen macht hoffentlich noch eine Weile weiter. Sieht ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Keine Arbeiter verfügbar. Und das ist aber schlecht. Der muss jetzt auch mal pumpen. Oh, du warst auch ganz hochgestellt. Nee, nee. Mir reichen da 2 Arbeiter. Weil Bretter wären mir nicht so wichtig. Nein, das trocknet jetzt auch aus. Wir müssen den Kanal unbedingt weiterlegen. Auch hier das Fass, das ist leer. Das können wir eher abreißen. Weil ich brauche ja den Weg. Das ist der Weg, wie es abgeht. Und wir haben das große Fass dahingesetzt. Also das sollte jetzt kein Problem sein. Dann macht man hier am besten auch. Nee, so viel Extrakt habe ich ja noch nicht. 32 Stück. Boah. Das reicht ja für kaum was. Ah, Dreifachdynamit habe ich auch noch nicht. Deswegen mach mal hier mal ein kleines Fass hin. Aber wirklich diesmal ein kleines. Kapazität 30. Ja. Sollen ja auch nicht so viel importieren. So. Und da machen wir auch Extrakt rein. Da hast du natürlich wieder recht. Und das importieren wir auf Extrakt. Hier oben ist es. So, den Kollegen macht man direkt weg. Dann schauen wir mal, wie man das aufgesprengt bekommt. Ja, Kiefernharz ist voll, das sehe ich auch so. Vielleicht sollte man da ein zweites Lager machen, aber ich will erstmal noch nicht. Ich habe gerade andere Pläne. So, Extrakt habt ihr hier schon 5 Stück. Na, das ist fertig. Dann als nächstes Dreifachdynamit. Wir müssen von der Ebene 3 runter. Das heißt, von denen hier können wir wirklich 3 runterspringen. Die Bäume trocknen hier aus. In 14,5 Tagen. Dann müssen wir hier das auch erweitern. Hier ist dann 3 weiter müsste diese Linie sein. Ah, und die geht perfekt auf hier mit. Dann 1, 2, 3 passt. Und ich denke mal, das passt. Vielleicht nicht. Ganz nah ranzoomen hilft bei sowas auch. Und vorwärts. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, ob wir 1 versetzt sind. Eigentlich nicht. Dadurch können wir es hier nochmal überprüfen.
sollte passen. Vor allem haben wir dann drei. Ich sag, das passt. Aber wir überprüfen es nochmal auf eine andere Weise. So, wie sieht's aus? Forschung 1,0k. Ja, mach mal ein bisschen hin hier. Der Extrakt sieht aber schön giftig aus. Das Extrakt. So, weg mit dir. Du darfst dich schöneren Aktivitäten widmen, als einfach nur rumzustehen. Welche das sind, kann ich dir leider auch nicht sagen. 5 Biber, die arbeitswillig sind. Dann einmal Zahnrad. Das macht eh, das macht eh. Dann macht gar nichts. Können wieder Kartoffeln verbrennen. Beziehungsweise schmackhaft anbraten. So, das hört hier bald auf, Faulwasser zu geben. Dann ist Dynamitproduktion sehr eingeschränkt. Ansonsten sieht das doch ganz gut aus. Würde ich jetzt mal aus meiner laienhaften Perspektive sagen. 1,2k. So viel noch. Wir haben immer noch 1,0. Ah, gleich 1,1. Na gut, sie machen ja doch was. Ich hoffe, das kriegen sie durch in den nächsten paar Tagen. Weil bevor die nächste neue, normal Wasser halt kommt, würde ich gerne hier schon ein bisschen was erweitert haben, dass es vor allem in dem Bereich länger hält. Und dann leiten wir das schön hier rum. Und schön sei dahingestellt, aber ich denke, wir schaffen das. Oh, das ist auch ganz schön beliebt hier. Wasser sieht okay aus. Für 8,5 Tage verbleibend, 2,5k Wasser. Aktuell gut. Das ist natürlich, wie ich schon mal gesagt habe, sehr stark abhängig von der Biberanzahl. Wir können auch sehr viele von diesen Häusern bauen. Aber dann ist das unser Untergang, wenn wir die Ressourcen nicht nachziehen können. Das wäre jetzt Tagespunkt Nummer 2 oder 3, dass wir hier wirklich schöne Farmareale haben, die dann dauerhaft auch durchproduzieren können. Ansonsten haben wir sehr hungrige Biber. So, vielleicht doch die Kartoffelfarm auf... ich tue mich schwer im Farm aufgeben. Ja, schaut mal hier. Das wäre natürlich auch viel besser, wenn das hier noch laufen würde. Ich meine, wir haben jetzt 3000 Karotten, das passt schon. Aber wir haben auch 50 Backkartoffeln. Und welchen Einfluss die haben, das kann ich euch jetzt wirklich nicht sagen. So, Extrakt. Extraktümon nimmt global zu. Faulwasser nimmt noch zu. Ich nehme auch noch zu. Ich muss mal wieder abnehmen. Lassen wir das. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Altmetall abbauen, das ist schön. Wird aber garantiert die nicht auch mal voll sein. Och nee, das geht, das importieren wir ja. Beziehungsweise exportieren wir von Breitschwanz nach Farnby. Von mir aus könnte jetzt das nächste Wasser so langsam kommen. Wie viel haben wir? Nur noch 30 Punkte. Dann können wir uns den Traum vom Dreiersprung... Dreiersprengung erfüllen und haben den uns auch redlich verdient. Würde ich zumindest behaupten, aber ich behaupte auch viel, wenn der Tag lang ist. So, wir haben hier den Weg, den ich fortführen will. Dann können wir schon mal vorbereiten, dass da der hier auch weitergeht. Da braucht man dann ein Dynamit und diesmal wirklich nur ein kleines Kerlchen. Auf 4 kleine Kerlchen. So. Nicht da. Ja. Das Löschen, das ist dämlich gewesen. So. Also, das ist der linke Begrenzungsposten. Und Wasser wird hier durchgeleitet. War auch nur... in der Tiefe. Das kann man auf jeden Fall schon mal mitsprengen.
Beziehungsweise, wo kommt der Weg hin? Hier? Ja, passt. Das passt. So, könnt ihr das überhaupt hinlegen? Sie sind der Meinung, ja. Warum auch immer. Sie sagen, sie schaffen's, dann schaffen die das auch. So, Weg nach da. Und das sieht schon besser aus. Nein, mein Wasser. Jetzt ist ja alles am Arsch. Na gut, wir haben Wasservorrat. Extrakt wird schön gepumpt. Hier hätte man noch eine Menge Wasser im Reservoir. Jetzt hätte man weniger Wasser im Reservoir. Gerade als man es anspricht, trocknet ein bisschen was oberflächlich aus. Und damit kommen wir auch klar. Ja, geht in 12 Tagen ein. Du mich auch. 1,2K, darauf haben wir doch gewartet. Freischalten. Und hinsetzen. Das wird schön aussehen. Und als nächstes schalten wir dann wahrscheinlich auch das Zweier frei. Das braucht 900 Forschung. Da müssen sie mal ein bisschen ranklotzen an ihre Hausaufgaben. So. Das ist gesetzt. Und jetzt ist es gesprengt. Dann noch so eine Dreierkollege. Weg kommt natürlich drauf. Weg, keine Treppe. Und was von Deichmann. So. So soll das aussehen ungefähr. Und dann geht's hier weiter. Und das ist auch schon die richtige Ebene. Wie gesagt, das müssen wir dann später abreißen durch Geländeblock. Ersetzen, aber das wäre jetzt erstmal die grundhafte Theorie. Schaut mal, wie schön das Dreifachdynamit aussieht. Sieht aus wie Sechsfachdynamit. Naja, ist vielleicht auch sechsfach. Ein Dynamitstab und zwei Extrakt ergibt sechs Dynamit. Dann macht doch Sinn. So, ihr dürft aufhören. Da helfen die besten Bemühungen nichts. So. Meinetwegen arbeitet halt nur 16 Stunden. Hier könnt ihr mal wieder Zahnräder produzieren. Weg können wir direkt weiterdenken. Und auch hier rumdenken. Ja. Das da reißt man bei gegebener Zeit ab. Und ansonsten wollte ich ja hier ein bisschen was aufsprengen, das heißt, wir sagen Ressourcen entfernen. Die zwei. Weil ich glaube, der Weg gilt ja jetzt. Und dann müssen wir auch schauen, dass der gilt. So, was brauchen wir dann? Nochmal diese Stilzies. Also erstmal muss das ja weggesprengt werden. So, die zwei müssen auf jeden Fall weggesprengt werden. Die müssen weggesprengt werden. Gut, eigentlich zwei davon. Und das muss weggesprengt werden. Und dann kümmern wir uns mal irgendwann um den großen Brocken da. Eigentlich müssen wir den Fluss... weiß nicht, wie wir ihn weiterleiten. Das können wir relativ frei entscheiden, je nachdem. So, 2.600 Karotten. Und hier wird noch ein bisschen nachproduziert. Das muss aber auch reichen. Kommt ihr überhaupt noch an Wasser? Nee, gerade so nicht. Egal, ich lasse euch mal einfach da drin. Dann muss ich nicht dran denken, die wieder einzusetzen. Dieses Objekt ist zu weit entfernt. Aber den Rest habt ihr setzen können. Das ist ja schön für euch. So. Jetzt ist er hoffentlich nah genug dran. Habt mich schon gewundert, warum das nicht weitergeht. Okay, das setzt ihr auch. Irgendwann dann mal. Irgendwann dann mal. Boah, müsst ihr halt hinsetzen und bauen. Sonst wird das nix.
So, genau das gleiche in grün hier. Achso, ihr baut noch da oben fleißig. Ja, da will ich euch aber nicht aufhalten. Da wäre mir jetzt schon ein persönlicher Wunsch, dass man das jetzt in 2 Tagen noch völlig fertig kriegen. Also nicht völlig fertig, aber das, was geplant ist, auch tatsächlich hier wegspringen können. Das können wir auf jeden Fall springen. Sprengung! Aha! Und genauso tief soll es werden. Das heißt, hier braucht man die 2er und hier braucht man mehr 3er. Wie viel haben wir verfügbar? 107 und 55. Na gut. Dann einmal wieder Weg abreißen. Effizientester Weg, wie ich kenne. Außer Spiel neu zu starten. Und das sind 6 mal 3, 18, 24, 30, 36. Ja, wie viel haben wir? 40. Na, das sollte reichen für alles. Ja, also 42 dementsprechend. Aber wir haben ja bis 55. 55 ist so die Grenze. Obwohl wir haben nur 40. Ach, und 9 hier. Da bin ich mal wieder mit den Distriktressourcen durcheinander gekommen. Ist egal. Hier kann ich schon mal springen. Sprengung! Hui! Achso, macht natürlich Sinn, dass ich dann hier auch das nochmal mit Dynamit auffülle. Das hier wie gesagt nicht mehr. Das war wieder Fehlkalkulation. Der kommt doch mein Weg hin. Eine Deichmauer, wie mal. Wenn man so will. Das kann alles weggesprengt werden. Genauso wie der Ding da oben. Oh, ich freue mich so. Gleich kommt Wasser. Gleich kommt Wasser. Und dann läuft erstmal hier alles voll. So soll es ja auch sein. Und die Lager. Oh, die sind ganz knapp im Weg. Pech für die. Müssen eh die Untergrundlager mal bauen. Kein Stauraum verfügbar für Bretter. Das ist doch ein trauriger Tag für alle Biber. Wenn man nicht mal mehr seine Bretter speichern kann. So, ihr dürft wieder an die Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Was kostet eigentlich jetzt eine bessere Wasserpumpe? Wieso setze ich die nicht einfach mal hin? Vor allem hier. Also Ebene zu tief. Und hier? Der Weg ist im Weg. Da gehört er nicht hin. Außerdem muss ich die hier ja relativ schnell wieder abreißen. Er wäre trotzdem besser als das ganze Ding da. Dann könnte man die wegtun. Na gut. Temporär in den Wasserkanal. Ich weiß, das ist... Wir könnten die aber auch hier hinsetzen. Ach, das ist doch gehupft wie gesprungen. Es ist alles Mist. Weg mit dem Weg. Eher mit der Pumpe. Ja. Und wieder hin mit bisschen Weg. Und dann können die auf jeden Fall weg. Eigentlich sollte ich... behandelte Bretter. Ja. Erst denken, dann lenken. Behandelte Bretter. Könnte man eigentlich mal hier unten machen. Sehr temporär, ich weiß. Wie viel braucht es? 250 PS. Hier haben wir doch kein Papier. Scheiße. Aber wir brauchen die behandelten Bretter. Kurz mal schauen, wie es mit dem Wasser aussieht. Gut. Gut sieht es mit dem Wasser aus. Dann importieren wir hier halt auch nochmal Papier bei Bedarf. Paper, Papier bei Bedarf. Nicht Bücher, das andere. Das, wo noch ein Buch draus entstehen muss, da ist es. Importiert das Gut nur, wenn dafür genug Platz vorhanden ist oder genügend Bedarf an Arbeitsplätzen besteht. Nö, dann importieren wir es auf jeden Fall. Gut. Dann behandelte Bretter. Wie? Ja.
Verzeihung, verschluckt. So. Da war ich so aufgeregt, dass ich es jetzt tatsächlich platzieren kann. Und schöne Windenergie. Ja. Brauchen wir auch nicht mit so viel Abstand. Das kriegen sie schon hin. Na komm. Schön steigen hier. Biber durstig. Und Biber brauchen wieder gesunde Möhren. Immer schlecht, wenn so eine Möhre leidet. Ja, ich sag mal. So langsam soll's aber mal voll werden hier. Und Sprengung. Ach, das sind so viele Blöcke mit Wasser, die dazukommen. Das ist doch so schön. Müssen natürlich jetzt auch erstmal voll orgeln, bevor wir hier unsere Hauptkolonie versorgen können. Aha, da habt ihr keine Wege für. Aber schade. Dann halt so. So, den Deich können wir da wegmachen. Er bringt nicht so viel. Okay, das kriegen sie schon irgendwie hin. Zahnräder importieren wir hoffentlich noch. Nein. Dann immer hier damit. Bei Bedarf. Ach, was soll's. Ich hab grad Bedarf. Und hierfür braucht man Papier. Das importieren wir. Und Rest Rohholz passt. Und Sprengung. Ach, das macht Spaß. Wird noch mehr Spaß machen, wenn man nur, wenn man mehr als eine Quelle hätten, die hier dafür sorgen würde, dass das mal schön voll läuft. So, Bretter wären mir jetzt nicht so wichtig. Mir ist auch das hier ist mir während der Flut eher nicht wichtig. Wir arbeiten mal wieder 22 Stunden, damit die Pumpen hier schön laufen. So, und da fehlen, wie gesagt, die behandelten Bretter. Die zu behandelnden Bretter. Ach, sehr schön. Dann läuft das auch mal ein bisschen voller. So viel Zahnräder fehlen. Sind die überhaupt noch am Produzieren? Oh Mist, Dürre. Eine Dürre. Wieso habt ihr denn alle Hunger und Durst? Ihr sollt doch pumpen, Leute. Mehr pumpen. Wir haben immer noch zwei Arbeiter, aber hier nicht. Das heißt, Holztypi, nee, die Bäume fällen können mal aufhören. Dann werden sie immer noch umverteilt. Forschung ist eigentlich wichtig. Das ist auch wichtig, kann aber kurz warten. Die sollten nicht warten. Boah, was macht man denn? Ja, jetzt haben wir hier wieder zwei Arbeitsplätze dazu gewonnen tatsächlich. Dann darf der Extrakt machen. Was soll's. Aber wassermäßig sieht es gerade echt nicht gut aus. Ich glaube, jetzt kommt gleich wieder eine 30-Tage-Dürre. Wir haben kaum Nahrung auf Lager. Gut, 2000, aber... Was ist das schon in der heutigen Zeit bei so vielen gefräßigen Monsterbibern? Ist ja gar nichts. Punkt hier. Wir müssen mehr pumpen. Und... Sprengung! Ich mag tiefe Gewässer in dem Spiel. Das sieht so erfrischend blau aus. Ich sollte nicht so viel drüber reden. Hab gerade nichts zu trinken neben mir und ich bekomme wieder einen Heidendurst. Die Folge soll aber noch ein bisschen gehen. Also nicht allzu lang, aber schon noch ein bisschen. Da werde ich mir eine ganze Apfelschorle-Flasche reinorgeln.
und mich danach ein bisschen schämen. Aber auch zufrieden fühlen, also. Immer so ein schneeweidiges Pferd. Ein zweischneidiges Schwert. Hey, da kommt jetzt auch so langsam mal wieder Wasser an. Das gefällt mir aber gar nicht. So, gleich kommt die Dürre. Noch ein Tag. Und die wollen einfach nicht begreifen, dass es wichtig ist hier... Ah, die haben Bretter. Ich importiere mal behandelte Bretter. Bevölkerung... Nee, nicht Bevölkerung. Nicht migrieren. Ich will... Also... Auf dem Knotenpunkt. Bretter, die im Dunkeln leuchten, bitte. Nicht die, nicht die, nicht die, nicht die. Wo sind sie denn? Der... Die Sparkly Boys. Dann Speicher. Mittleres Lagerhaus. Oh. Temporär hier hin, wer kennt's nicht? Da soll's ja eh verbraucht werden. Haben sie zumindest, was das angeht, keine langen Wege. Und wie ich rausgefunden habe, braucht man dafür nicht diese Lager, sondern Stapel. Naja, man lernt dazu. Jetzt passt das nicht hin. Jetzt passt das da auch nicht hin. Da passt doch noch einer hin. Her mit den funkelnden Brettern. So. Ich würde aber sagen, tendenziell sieht das eher gut aus. Hier können wir noch 4 Blöcke mehr Wasser halten. Hui! Beziehungsweise 4x3. Wenn der Biber in der Lage ist, hier noch eins hinzusetzen, nochmal 3 Stück. Das wird doch so langsam wird ein Fluss draus. Zumindest ein bibergemachter Fluss. Er freut mich immer. Wäre natürlich besser, wäre die tiefe Seite hier, wo unsere Farm ist, aber das ist ein Problem für später. Und Sprengung. Ach, ich mag dreifach Sprengstoff. So, aber hier habt ihr wirklich... Mehr als Pumpen sollt ihr doch gar nicht. Da kommen behandelte Bretter an. Und hier können wir 3 Arbeitsplätze mitfüllen. Okay, nicht schlecht. Dann kann man die 2 vielleicht auch abreißen. Und nein, die Dürre kommt. Aber um welchen Preis? Ah, 24 Tage, das geht. Wenn unsere Karottenanzahl in den nächsten Tagen noch explodiert, funktioniert das. Und generell ist ja dann der Plan, dass in der Mitte hier so das Farmgebiet wird. Ich denke, das wird auch ganz gut gehen. Müssen wir mal schauen, wirklich das oben hier wegnehmen. Mal schön spicken mit Dynamit. So, Wege kommen weg. Ist da aber eigentlich auch egal. Müssen sie nur platziert kriegen. Ich vertraue denen mal, dass sie das hinbekommen. Obwohl, wollte ich da nicht auch 3 runter? Ist egal. Man kann nicht alles haben. So, Arbeitsstunden werden erstmal wieder reduziert. Nur das hier solltet ihr wirklich mal bauen. Das wäre mir dann doch ein persönliches Anliegen. So, hier ganz gut. Wie viel behandelte Bretter haben wir insgesamt? 1. Na, nicht sehr viel. Aber das wird hier gebaut. So, das hat natürlich die... eine hohe Priorität. Und die 2... Ah, egal. So, Arbeitszeit wieder auf 18 Stunden. Ihr seid alle verletzt und durstig. Das gefällt mir nicht. Also das macht 5 pro irgendwas und die machen 1 pro irgendwas. Pro 0,3 Stunden. Ja, da lohnt sich das schon deutlich mehr. Ja, lohnt sich das doch schon deutlich mehr. Vielleicht kriegen wir es damit tatsächlich voll. Wir müssen nur sinnvolle Plätze für die Pumpen finden. Und das kriegt man auch noch irgendwie hin.
Gut. Da oben bemühen sie sich zumindest. Steintreppe kann von der anderen Seite weg. Boah. Das scheint zu klappen. Die haben eine Strategie dafür. Nichts und Karotten. Okay. Insgesamt nur noch 60 Dynamit. Wer verbraucht es denn in so großen Mengen? Ich glaube, ich bin's. Und hier wollte ich ja auch noch einen großen Stapel hinbauen. Eins nach dem anderen. So, dieses Element kann hier weg. Und die ganzen Elemente können hier weg. So. Treppen sind unnötig geworden. Zumindest die da. Und jetzt Stück für Stück müssen wir das noch abtragen. Aber nur um ein Level deswegen. Sollte uns das hier genügen? Oh. Können hier auch noch gebaut werden. Ich finde, das passt. Wahrscheinlich die hier von dem anderen Distrikt. Aber... Oh, beide bauen. Alle Seiten bauen daran. Ist doch schön, wenn sich beide verantwortlich dafür fühlen. Die Ressourcen kommen ja eh vom selben Ort. Ja, aber das mit dem Wasser läuft jetzt. Jetzt ist voll. Spart auch Arbeitsplätze. So. Apropos Arbeitsplätze, die sind jetzt wieder arbeitslos. Ah, mit Tab habe ich die Ansicht, wo wie viel von was drin ist. Cool. Welche Folge ist das? Nummer 14, glaube ich. Boah, nach 14 Stunden das mal rauszufinden, ist doch auch eine Option. So, ihr könnt pumpen, das ist gar kein Problem für euch. Und ihr seid ja die Sprengmeister schlechthin. Dann, wenn wir das weiterführen könnten, kriegt man hier wirklich schönes Farmgebiet raus. Denkt, das läuft. Wie viel Arbeit habe ich hier frei? Null Stück. Und keine Bäume werden nachproduziert, aber wir haben noch ein paar auf Lager. So, ihr pumpt auch, das ist wichtig für die Dynamit. Fabrikation, Extrakt. Da geht der ganze Extrakt wirklich gerade hier hin. Ah, ich glaube, der geht eher hier hin. Ja, das Problem ist, wenn ich das halt jetzt sprenge, wird der Wasserstand entsprechend niedriger. Wäre egal, weil wir damit gerade eh nicht so viel machen, es sei denn, das bewässert noch irgendwie das da. Was ich eigentlich nicht glaube. Was ich glaube, spielt eigentlich selten eine Rolle von dem, wie es in der Realität wirklich aussieht. Das ist echt nicht schlecht. Das ist ja so gut wie 5 davon. Wie viele behandelte Bretter haben wir jetzt? 9 Stück. Und der Harzfritz hat jetzt auch wieder was zu tun. Das ist doch schön. Ja, ich würde sagen, nicht schlecht. Und Dynamit geht hier voran, wenn man sich überlegt, dass ich hier komplett den Layer jetzt wegspringen will. Als nächstes, wie gesagt, entweder zweifach Dynamit oder... Erdbagger, es dauert zu lang. Was war das eigentlich hier bei Wissenschaft? Durch das Erforschen der Sterne erlangen die Biber mehr Wissen über die Welt, in der sie leben. Aha. Und was bringt mir das? Ich bin schon interessiert daran, was das bringt. Sternwarte. Vielleicht nur schnellere Forschung. Steht da nicht, was das produziert? Doch, in 0,75 Stunden 10 Forschung. Und das macht in einer Stunde eine Forschung. Ja, dann her mit der Sternwarte als nächstes. Das ist ja dann gar kein Argument mehr.
So, ihr seid komplett erledigt. 18 Stunden wird gearbeitet. So, so muss das schön ranklotzen. Weil die Möhren ernten sich nicht von selbst. Und der, das Bergsegment hier sprengt sich leider auch nicht von selbst. Er kostet alles wohlverdiente Ressourcen. Will hier noch jemand arbeiten? Nö. Ah, hier drüben will einer arbeiten. Warum auch immer. So, wir können uns auch mal hier schlau machen, wie die Deiche bauen können. So, das ist alles pausiert. Bauen wir vielleicht jetzt wirklich während der Dürre. Ja, ich wollte eigentlich wegmachen. Die haben Pause bekommen. Das Teil. Okay. Und zwei Teile, die... das nicht. Das da. Und das da. Alles entpausiert, so wie es sein soll. Brauche ich den überhaupt noch? Eigentlich nicht. Nee. Weg damit. So, und hier dann entsprechend... So, Dreier müssen da drauf, dann können sie eigentlich alles bauen. Zumindest bis zu dem Level. Müssen entsprechend nur da hochkommen. Hier entsprechend reicht dann ein Zweier. Und hier baust halt ein Dreier und ein Einser. So. Jetzt müssen wir die nur noch da hochgeleitet bekommen. Und das machen wir doch am besten hier irgendwo. Ja, da kommen sie direkt schon drauf. Dann diesen hier. Dann müssen wir hier mal schauen. So, auf jeden Fall mal weiter. Und wie gesagt, das braucht man eigentlich nicht. Das war für vorher so gedacht. Okay, erstmal den Weg weg. Wo ist mein Delete-Knopf? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Erstmal die oberen Sachen entfernen, dann die unteren Sachen entfernen. Dann der muss bleiben, weil da ja so komisch ein anderer draufsteht. Und der kann jetzt theoretisch eigentlich auch weg. So. Ja. So wird ein Schuh draus. Aber ich wollte doch einen Damm bauen. Na egal. Irren ist biberlich. Wie es hier so schön heißt. Hab ich nichts gegen Zahnschmerzen? Doch Schleifstein. Bauen wir halt einen wieder hin. Da ist auch ein guter Platz. Und kann jemand mal die Ressource hier wegnehmen? Auch da hinten vielleicht die Kartoffeln. Man muss jetzt echt nicht mehr sein. So viel haben wir von denen eh nicht. So, du darfst gerne aufhören. Du hast auch nicht die höchste Priorität hier im ganzen Laden. Wieder allerdings schon. Dynamit kann man doch immer brauchen. Puh, wir haben global nur eins auf Lager. Beziehungsweise, je nachdem, wie man Lager definiert. Die sind ja jetzt auch erstmal gelagert. Die zählen aber nicht. Nicht dazu. Oh, ist das viel. Und auch die Ressourcen hätte ich gern einfach mal abgearbeitet. Dann sind sie schon mal weg. Gleich erbarmt sich ein Biber der Sache. Das ist echt eine geile Pumpe. Kein Wasserproblem mehr dank dem im Moment. 3,4k zum Bersten gefüllt und nur noch läppische 15 Tage, die man durchhalten müssen. Kann man tatsächlich mal ein Biberchen mehr machen, ein Haus hinsetzen, in der Hoffnung, dass sie wirklich genügend Wasser dafür haben. Erstmal machen wir die Farm richtig, wenn die Karottenversorgung passt, folgt der Rest. Noch so eine alte Biberweisheit. So.
Ansonsten, ja, haben die das auch bald gesetzt. Bretter sind am verharzt werden. Ist doch ganz gut. Und das wird auch so langsam gebaut. Ja, der hier hat hohe Priorität. Der da auch. Dann kommen sie zumindest mal um die Ecke. Und dann hat man da noch einen komischen... Nee, das passt so. Nur, dass sie wirklich hier mal die Ecke bauen, dann haben sie... Obwohl, haben da auch Probleme. Die werden es schon hinkriegen. Sind ganz schön schlau, die Biester. Das kann einem Angst einjagen. So, hier will echt niemand arbeiten. Trotz idealer Arbeitsbedingungen. Ich hab hier Holz, das nachproduziert werden sollte. Hab vor allem erstmal Holz, das irgendwie gescheiter gelagert werden sollte. Naja. Können wir fast springen. Genauso wie das. Da fehlen noch... Boah, bisschen Extrakt. Bisschen Soße. Ist jemand überhaupt in der Extraktsoßerei beschäftigt? Nö. Aber in der Forschung. Boah, ist halt so. Können wir jetzt nicht... Wirklich nicht alles priorisieren. Die Farm ist auch ganz okay. Das gefällt mir nicht, dass es gerade hier nicht wirklich... Ja, müssen wir uns überlegen. Für natürlich auch den Fünferling hier, den Fünferflussbereich da durchziehen. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Braucht halt ein bisschen Dynamit und Liebe. Ganz viel Dynamit und etwas Liebe. So, da arbeitet keiner. Wir haben kein Faulwasser mehr. Echt wieder so viele, die hier auf die Barrikaden steigen. So, ihr erntet das noch schön ab. Ja. Und dann kann man euch wieder ausmustern. Beziehungsweise das kann man... Obwohl, hier sind so viele, die eigentlich erntereif sind. Das ist immer so... So bescheuert, dass die alle absterben. Bevor sie rausgezogen werden können. Das heißt, hier braucht man dringend eine gute Lösung. Zum Beispiel, indem wir den Wasserkanal da weitermachen. Ohne Gefahr zu laufen, hier die Quelle anzurühren, die dann eventuell auf Faulwasser umschwappt. So ganz so doof dürfte man nicht sein. Ah, halb so doof, glaube ich. So, dann... Sprengung! Hui! So, dann macht man die Wege hier noch weg. Und auch mit Dynamit versehen. Aus Versehen mit Dynamit. So. Links und rechts steht eigentlich Wasser. Reicht trotzdem nicht für die Ebene. Wahrscheinlich, weil die Level-Differenz hoch ist. Also wird es höher stehen, wird es natürlich auch grüner werden. Dann müssen wir wirklich schauen, dass hier Wasser nachkommt. Aber die arbeiten ja gerade dran. Schaut mal, wie weit die... Wie weit die schon sind. So, was ist hier pausiert? Das untere bestimmt. Ja, nö. Es sind doch nur zwei. Was kann man... Das obere? Achso, das ganz unten. Boah. So. Keine Pause-Symbole mehr. Jetzt wird durchgearbeitet. Ihr kommt noch ganz knapp an Wasser. Vermutlich nicht. Und springen. Das sind echt dann
wenn wir wieder mal in den Besitz von Dynamit gelangen sollten, das hier noch aufsprengen. Na, da brauchen wir auch die Zweifersprengung. Können wir uns aber theoretisch auch demnächst leisten. Hey, da hat jemand Dynamit vergessen zu platzieren. Ich war's. Das war bestimmt ich. Gefällt mir echt nicht, dass hier so viel verdörrt ist, obwohl ich da und da Wasser habe. Vielleicht noch ab und zu mal eine Querlage schieben. Ach, bringt ja auch nichts, wenn generell der Wasserstand sinkt. Da müssen wir einfach ein bisschen nachordern. Ein wenig nachordern. So, habe ich die eigentlich pausiert, die Farm? Nö. Die drei Arbeiter brauche ich jetzt aber wirklich nicht mehr. Euch drei auch nicht. Und das kriegen die schon alleine hin. So, dann einmal ran ans Fellwerk. Kann der andere auch noch fällen. Und das läuft ja auch wieder. Und die laufen hoffentlich. Ja, die muss ich doch höher priorisieren. Weil das Faulwasser ist wichtig. Aber auch nur zum Sprengen. Es ist jetzt nicht per se überlebensnotwendig. Na gut. Aber ich bin durstig. Deswegen würde ich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.